Hallo zusammen. Hallo. Unser Gustl ist 2 Jahre. Ganz toll. Und wie schnell die Zeit vergeht. Und wie schnell man einen neuen TÜV braucht. Ja, mit dem hat es nicht so ganz geklappt. Sagen wir gleich warum. Also wir mussten nach 2 Jahren zum TÜV. Und warum müssen wir zum TÜV? Weil wir über 3,5 Tonnen sind. Genau. Und deswegen kein PKW. Oder nicht diese 3 Jahre haben. Mhm. Und wir haben keinen TÜV-Stempel bekommen. Dafür die Auflage, innerhalb von 4 Wochen das Fahrzeug nochmal vorzustellen. Wir sind dann anschließend gleich zum Vierhändler gegangen und haben den Stein des Anstoßes gezeigt. Nämlich ein Hitzeschild, das abgebrochen ist. Und das befestigt werden muss. Antwort des Meisters bei 4, das bricht bei jedem Fahrzeug ab. Das braucht man auch nicht. Mhm. Okay, TÜV hat es reklamiert, habe ich gesagt, machen Sie es hin. Dann hat die arme Seele ja Ruhe. Und da hat er gesagt, okay, er würde es hinnieden. Mittlerweile erfolgt. Dann war das Zweite, wir danken Firma Hümer für die großzügige Verteilung der LED-Seitenlichter. Also außen vom Fahrzeug, ja. Diese LED-Seitenlichter, wir haben bestimmt an jeder Seite 3 Stück, die man eigentlich gar nicht bräuchte. Ja? Ach, vielleicht schon, aus Sicherheitsgründen. Hm? Man hat LED genommen, LED ist unkaputtbar. Erstaunlicherweise ist es bei uns kaputt gegangen. Und wir haben dann auch zum Fiat-Händler gesagt, er soll bitte ein neues das ersetzen. Da hat er zugesagt. Wir haben das Auto dann am 23. September dahin gefahren, also noch eine Woche vorm Ablauf dieser 4-Wochen-Frist. Und siehe da, der Händler hat sich getäuscht, es ist ein LED-Licht und er ging davon aus, dass es ein normales Birnchen ist. Ergo, kein LED-Licht vorrätig. TÜV ist gekommen am 24.09. TÜV hat natürlich das Fahrzeug nicht abgenommen, weil das Licht nach wie vor kaputt ist. Und wir stehen jetzt hier ohne TÜV. Mhm. Und die Nachprüffrist ist auch abgelaufen. Mhm. Jetzt sind wir mal gespannt. Nächste Woche wird das Lämpchen ja repariert, sofern die Werkstatt ersetzt. Sofern die Werkstatt es geliefert bekommt. Ja. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir den ganzen TÜV nochmal machen müssen oder ob die so kulant sind und das dann so akzeptiere. Dann sonst können wir das nochmal bezahlen. Ja. Hm. Also. Wir sind insoweit etwas traurig, wie der Himmel auch regnet, so trauern wir mit unseren Augen. Ja. Die eifrigen Zuschauer, die kennen natürlich auch unsere Mängelvideos. Manche haben die als Mega-Videos bezeichnet. Mhm. Wir haben das als konstruktive Mängelvideos tituliert. Ja, konstruktiv. War das alles. Ah, ja. War alles fundiert. Keine Polemik, oder? War da Polemik drin? Nö. Nö, also das waren, Mängel, das waren Garantiemängel und die haben mir da aufgezeigt. Ja. Wir hatten viele Mängel, das wisst ihr ja alle. Mhm. Also wir haben gar nicht alle Mängel gezeigt. Nee. Zum Beispiel, was ganz hartnäckig sich dann gehalten hat, das war so ein Ächzen, ja, dass die Möbel aneinander gerieben haben und immer, wenn man über eine kleine Bodenwelle gefahren ist, hat es geächtzt, ja. Also das manchmal habe ich mich gefühlt wie immer altes Schiff. Ja. Ja, und das hat sich ziemlich hartnäckig gehalten, deswegen waren wir mindestens 3-4 Mal bei Hümer. Und das ist komplett weg. Seit 2.500 Kilometer haben wir da kein Geräusch mehr. Man hat also die Möbel auf der Beifahrerseite ausgebaut, mit Filz unterlegt und hat es dann wieder eingebaut. Seitdem sind wir also auch hier zufrieden. Mhm. Ja. Es waren auch keine furchtbaren Mängel. Also es waren nervige Mängel, Mängel, die nicht sein dürfen, ganz klar. Aber es war nicht Existenzielles dabei. Ja? Ja. Wie wir schon von anderen gehört haben, die bei neuen Fahrzeugen zum Beispiel Alufraß haben oder Wassereinbruch, derartige Dinge, die viel gravierender sind, das war es bei uns eigentlich nicht. Nein, Gott sei Dank natürlich. Und insoweit war es ärgerlich, aber es ist alles behoben. Wir haben mittlerweile auch einen ganz netten Kontakt zu Hümer. Die haben sich auch bemüht, das alles in Ordnung zu bringen. Wir kennen alle Ingenieure, die das annehmen. An dieser Stelle hallo. Ja, hallo und danke. Ja. Und wir haben auch, das müssen wir auch dazu sagen, von Hümer jedes Mal ein Leihfahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen. Ohne Probleme. Also
für uns war es zwar auch jetzt keine Freude, dahin zu fahren, aber es war für uns auch kein Problem, weil wir beide ja nicht mehr voll berufstätig sind und uns das somit gut einteilen können. Für jemanden, der berufstätig ist, ist es nervig, das ist ganz klar. Also schlussendlich in Sachen Hümer ist alles okay. Wir sind zufrieden und wir bedanken uns bei der Firma Hümer, dass sie uns alles so klaglos nachgebessert haben. Und dass sie uns die letzten 2 Jahre so nett begleitet haben. Ja. Ja, jetzt stellt sich die Frage, die wir schon öfters gestellt bekommen haben, auch per E-Mails werden wir häufig angefragt. Und dann sagen die Leute, wir haben die Filme, die Videos von euch gesehen, würdet ihr euch nochmal das gleiche Fahrzeug kaufen oder überhaupt nochmal einen Hümer? Und wenn nein, welche Firma würdet ihr empfehlen? Also wir können ganz klar sagen, wieder ein Hümer. Ja, und wir würden sogar so weit gehen, wenn das Fahrzeug noch hergestellt werden würde, dass wir uns exakt den gleichen wiederholen, denn wir sind auch mit dem Grundriss sehr zufrieden. Der war, ist wie für uns gemacht. Ja. Also echt toll. Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Wir sind mit unserem Fahrzeug sehr zufrieden. Wir haben uns das ja lang selbst ausgesucht. Und es ist alles, wie wir das brauchen. Das hat zwar nur 2,22 Meter Breite, was wir als Vorteil sehen. Also für uns beide, wir sind ja nur zu zweit, lang die Breite. Und es ist, wenn man in Parkbuchten steht, gerade wir stehen öfters mal am Straßenrand, dann ist es eigentlich ein Vorteil, wenn man etwas schmaler ist. Denn von der Bewegungsfreiheit nimmt sich uns das Fahrzeug nicht viel. Ja. Und dann muss man auch ganz klar sagen, wenn man von der Hümerqualität spricht, dann können wir das auch belegen. Zum Beispiel, ich habe letztens einen Bericht gesehen, da wurde als Aufpreis solche Fenster, wo man nach oben und nach unten aufmachen kann, gesagt. Das ist bei Hümer automatisch drinnen. Es sind so viele Dinge hier schon automatisch verbaut, die man bei Aufpreis bei anderen Mobilen dazu kaufen muss. Ja. Und kann halt. Ja. Es sind auch viele Details dabei, wo andere Hersteller gar nicht dran gedacht haben, wie der Rollo, der Hochziehrollo in der Frontscheibe. Ja. Das wird in anderen Fahrzeugen gar nicht angeboten. Also das Fahrzeug ist durchdacht von einer Firma gebaut worden, die einfach Erfahrung hat und die Kleinigkeiten einbaut, an die viele Hersteller gar nicht denken. Ich weiß es von Eura zum Beispiel, dass im Fußraum, also im Fahrerhaus, im Winter kalt wird. Ja. Das haben wir gar kein Problem. Manche Eura-Fahrer legen sich da Matten rein. Und Decken und alles Mögliche. Ja, damit sie da halbwegs warm sitzen können. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen gar nichts. Wir schalten unsere Heizung an und dann ist das ganze Fahrzeug so schön durchwärmt, wie wir das brauchen. Ja? Ja, und ihr wisst ja, wir haben ja im Winter einige Wochen oder Monate sogar hier drin gewohnt. Es war nie kalt, es hat nirgends reingezogen, nichts. Ja, also da können wir gar nichts sagen. Es ist wirklich, wie es so schön heißt, wintertauglich, oder? Ja, also, ja absolut. Ja. Auch die Konstruktion mit der separaten Tusche, das ist ohne Radkasten die separate Tusche. Mhm. Es sind ausreichend Schrankfächer vorhanden. Auch der Luxus, dass der Seitenschrank, den wir haben. Mhm. Ihr könnt euch ja mal unser Vorstellungsvideo anschauen. Hier oben blende ich es mal ein, das ist verlinkt. Ja. Und da seht ihr dann den Seitenschrank. Also wir sind mit dem Auto sehr zufrieden und wenn unser Auto jetzt kaputt wäre, aus welchem Grund auch immer, dann würden wir das sofort wieder bestellen. Allerdings wird er ja nicht mehr gebaut. Leider. Was wir eigentlich gar nicht nachvollziehen können. Ja. Weil, also wir finden den super. Ja. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Die Hümerqualität haben wir angesprochen, also man spricht schon davon. Wir wissen übrigens von anderen Herstellern, Cataro, Morello oder sonst was, dass die andere Probleme haben. Also es ist nicht so, dass nur Hümer Probleme macht, weil wir die Videos gezeigt haben, sondern es gibt auch andere Hersteller, wo dann eben keine Videos drüber gedreht werden. Und wir wollen auch nie negative Presse für Hümer machen. Im Gegenteil, wir sind mit unserem Fahrzeug und auch mit der Firma Hümer im Reinen und sind zufriedene Kunden. Habe ich schon gesagt? Sehr schön hast du das gesagt, ja. Ja, also wie gesagt,
im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Ich habe das ja auch schon mal in einem sogenannten Mega-Video gesagt. Es sind viele Bauteile hier ineinander, verschiedene Bauteile, Materialien ineinander zusammengefügt worden, dass da das eine oder andere klappert oder schimmert oder nicht so richtig passt. Das ist normal, dafür haben wir auch Garantie und die haben wir genutzt. Das Fahrzeug ist mängelfrei. Die Ossi sagt zwar immer noch, der ist wie du, ja. Ich sage immer, unser Gustl ist ein Pubertierender. Aber sehr spät pubertieren nur. Der ist störrisch, hat sie gesagt. Der ist störrisch wie du. Ja, das wollte ich jetzt vor der Kamera ja nicht sagen. Aber es stimmt schon, er ist manchmal schon störrisch. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wen ich meine. So, jetzt nichts mehr dazu. Macht euch eure eigenen Gedanken. Ja? Wir machen jetzt Schluss und dann diskutieren wir das unter uns aus. Gell? Ja. Also, das war unser Eindruck nach 2 Jahren Gustl. Wir danken für die vielen Zuschauer. Jawohl. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, wir freuen uns über einen Daumen hoch. Über eure Kommentare freuen wir uns auch. Und wenn ihr Fragen habt, wir beantworten die. Ja, so gut wir das alles können, immer. Genau, oder? Und wie wir es zeitlich hinkriegen. Mhm. Aber wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute und tschüss, bis dann. Bald. Ciao. Tschüss.